Mangelnden Einsatz kann man Martin Schulz eher nicht vorwerfen. 1,5 Stunden lang sprach der SPD-Kanzlerkandidat am Sonntag beim Landesparteitag der Bayerischen Sozialdemokraten in Schweinfurt. Nach 3 verlorenen Landtagswahlen galt es, die Partei auf den Kampf um die Bundestagswahl im September einzuschwören. Mit der gleichen Entschlossenheit und mit der gleichen Entschiedenheit. Wir wollen die stärkste Partei in der Bundesrepublik Deutschland werden. Seine Strategie will Schulz dabei an die des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron anlehnen. Und deshalb wird es Zeit, dass ein neuer deutscher Bundeskanzler mit einem neuen französischen Staatspräsidenten eine neue deutsch-französische Initiative für ein sozial gerechtes Wachstumseuropa ergreift. Während Schulz auf Macron setzt, aber dass wir einen einstimmigen Beschluss für unser Wahlprogramm hinbekommen haben, da bin ich schon zufrieden mit. Jetzt war nicht. Also es gab eine Irritation mit einer Uhrzeit, die dann dazu geführt hat, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, eintrat. Aber wir haben alle Punkte, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, heute präzise, so wie wir es uns vorgenommen hatten, abgearbeitet. Und wir haben einen Programmentwurf, der zu Gerechtigkeit, Zukunft und Europa wichtige Aussagen für den Wahlkampf getroffen hat, vorgelegt und das mit Einstimmigkeit verabschiedet. Deshalb bin ich heute Abend schon sehr zufrieden. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir in der SPD, im Parteivorstand, heute ein Programm verabschiedet haben, das wir über 2 Jahre erarbeitet haben und das am Ende die Zustimmung aller Mitglieder gefunden hat. Sie kennen ja die SPD. Das ist eine Partei, die sehr diskussionsfreudig ist. Dass wir heute alle dahinter versammelt haben, das macht mich zuversichtlich. Auch wenn es noch jede Menge Änderungsanträge, mehrere hundert, gegeben haben soll. Ja, aber darunter waren noch viele Punkt- und Komma-Verschiebungen. Also das war auch teilweise semantische Überlegungen. Am Ende ist im Inhalt dieses Programms in großer Geschlossenheit gearbeitet worden. Für diese 3 Themen, für die wir stehen, für Gerechtigkeit, für eine solide Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und für eine Stärkung der Europäischen Union. Herr Schulz, Eckpunkte des Wahlprogramms. Das ist ein Termin, denke ich mir mal so, den man sich als Wahlkämpfer im Kalender ganz dick und ganz rot anstreicht. Warum waren Sie denn heute dann gar nicht dabei bei dieser Präsentation? Sie sind doch der Spitzenkandidat. Ja, das ist ja der Grund, warum wir beide jetzt miteinander reden. Ich erläutere Ihnen ja gerade, was wir heute beschlossen haben. Aber bei der Vorstellung selber, das lassen Sie dann andere machen, weil Sie es doch nicht so richtig als Ihr Ding begreifen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Na, Herr Sievers, das ist ein Programm, das in einer Arbeitsgruppe entschieden worden, die von Herrn Oppermann, Frau Barley und Frau Schwesig geleitet wurde. Die 3 haben das auch vorgestellt. Und wir geben das als Entwurf an den Parteitag der SPD. Der findet am 25. Juli statt und dort werde ich meine Grundsatzrede dazu halten. Aber ich habe die Gelegenheit natürlich auch beim Schopf gefasst, dass das ZDF mich heute Abend eingeladen hat und ich Ihnen dann vor einem breiten Publikum Rede und Antwort stehen kann. Okay, das machen Sie hiermit. Sie haben den großen Wurf versprochen, Herr Schulz. Ist das jetzt der große Wurf? Ja, ich glaube, dass wir mit diesem Dreiklang, dass wir in dem reichsten Land der Europäischen Union ein Stück mehr Gerechtigkeit auch in der Verteilung des Wohlstands in unserem Land erreichen wollen, dass wir zugleich investieren müssen in die Zukunft unseres Landes, in Forschung, in Entwicklung, in die Freiheit von Gebühren bei den Kindergärten bis hin zur Universität, in die Infrastruktur, in den Schienenausbau, in die digitale Infrastruktur. Weil wir leben von der Substanz. Deutschland investiert seit Jahren viel zu wenig. Und mit den enormen Haushaltsüberschüssen, die wir haben, können wir das sehr gut finanzieren. Und schließlich geht es darum, in den Zeiten von Donald Trump Europa stark zu machen und uns nicht der Aufrüstungslogik dieser Leute zu unterwerfen, sondern in guter sozialdemokratischer Tradition Rüstungsbegrenzung und Abrüstung in Europa auch zu forcieren und zu fordern. Zu so einem großen Entwurf, zu so einem ganz großen Wurf gehört natürlich auch die Steuerpläne dazu, da gehören die Rentenpläne dazu, denn das sind ja genau die Knackpunkte, die am Ende auch Milliarden kosten und bei denen es auch den größten Streit natürlich gibt. Warum haben Sie denn ausgerechnet die ausgeklammert und vertrösten da die Wählerinnen und Wähler noch? Ja, das haben wir ja nicht ausgeklammert. Erstens mal, naja, durchgerechnet ist es noch nicht und Sie haben gesagt, das kommt dann später, das liefern wir alles nach. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie haben darauf hingewiesen, ich werde nicht irgendwelche wuchtigen Steuerversprechungen machen, wie das der Herr Seehofer gestern gemacht hat oder vorgestern, sondern wir legen durchgerechnete Konzepte vor. Frau Nahles und Herr Scholz sind jetzt im Moment in der Schlussphase unserer Rentenüberlegungen, bei denen es darum geht, dass wir die jetzige Systematik stabilisieren und gleichzeitig, das ist ganz wichtig, nicht mit 70 Jahren arbeiten müssen, wie es Herr Schäuble und Herr Spahn vorschlagen,
Und bei der Steuer ist es so, dass wir entlasten wollen, und zwar bei den Gebühren, insbesondere die Familien, die Kita-Gebühren zahlen müssen, dass wir investieren wollen in den sozialen und den geförderten Wohnungsbau, um die Mietexplosion in den Städten zu begrenzen. Und wir wollen natürlich auch, dass der Spitzensteuersatz nicht mehr so früh erhoben wird wie heute. Heute müssen Sie mit 54.000 Euro Jahreseinkommen Spitzensteuersatz zahlen. Das ist eindeutig viel zu früh. Deshalb müssen die Grenzen dort angehoben werden, was dann auch zu Entlastung für Einkommen in dieser Größenordnung führt, und zwar unmittelbar bei der Steuer. In dieser Kombination und vor allen Dingen, wenn ich das noch hinzufügen darf, im Kampf gegen die Steuervermeidung und die Steuerhinterziehung auf europäischer Ebene sind Milliarden Mehreinnahmen zu generieren. Da wäre ich froh, wenn der Bundesfinanzminister endlich da mal anpacken würde. Sie wissen aber auch, Herr Scholz, dass Sie in den Umfragen gerade ins Rutschen geraten, wieder mal, weil manche sagen, es ist einfach zu wenig konkret, was da von Martin Schulz kommt. Können Sie nicht den Leuten, die bei Ihnen da rechnen, sagen, rechnet bitte ein bisschen schneller? Ich meine, keine Steuerversprechen machen in allen Ehren, aber man könnte ja ein durchgerechnetes Steuerkonzept durchaus präsentieren, oder? Ja, das wollen wir ja. Sehen Sie, und zwar jetzt. Schauen Sie sich unsere Wettbewerber an, die versprechen 15 Milliarden Senkung, Abbau des Soli, das sind 20 Milliarden, 20 bis 30 Milliarden mehr in die Rüstung, sind 55 Milliarden schlechter Stellung des Bundeshaushaltes. Und wenn man sie fragt, wo kommt das Geld her, zucken die mit den Schultern. Das machen wir nicht. Wir rechnen unser Konzept, wir quantifizieren, was wollen wir ausgeben, wie können wir es finanzieren. Wenn wir das durchgerechnet haben, dann können wir das, was Sie gerade fordern, dass die Bürgerinnen und Bürger uns sagen, macht uns keine hohlen Versprechungen, sondern sagt uns präzise, wie ihr es machen wollt. Das werde ich dann tun. Und das unterscheidet uns von anderen Parteien, die irgendwas versprechen. Ich lege erst dann ein Konzept vor, wenn ich 100% sicher bin, dass das kommt, und das wird in den nächsten Wochen geschehen. Bei der Rente übrigens schon früher, das werden wir in den nächsten 14 Tagen machen. Wir haben einen Zeitplan, wir haben ein Programm heute vorgelegt, schon witzig. Wir haben 71 Seiten heute mit einem Programm vorgelegt, die sehr, sehr konkret sind, sehr konkret in allen Punkten. Und ich glaube, dass das die Bürgerinnen und Bürger überzeugen wird. Panik, ich weiß nicht, wo Panik herrscht. Eine Frage noch, sind Sie manchmal ein bisschen neidisch auf die Bundeskanzlerin? Ich meine, auf Merkels Möglichkeiten, die trifft diese Woche erst Trump, dann Obama oder umgekehrt erst Obama, dann Trump. Die ist also automatisch in den Schlagzeilen und in den Nachrichten. Naja, ich bin jetzt gerade auch in den Nachrichten, und weder Trump noch Obama wählen in Deutschland. In Deutschland wählen die hart arbeitenden Menschen, und um die kümmere ich mich. Sagt Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat und SPD-Chef. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Scholz. Guten Abend. Ich glaube, dies ist das beste Wahlprogramm, das wir seit Willy Brandt haben. Es ist griffig, es hilft den Menschen in diesem Land, Probleme zu lösen und besser auch leben zu können. Laut Programmentwurf will die SPD Bildung gebührenfrei stellen, von der Kita bis zum Studium. Die Befristung von Arbeitsverträgen soll im Prinzip abgeschafft werden. Beim SPD-Klassiker Bürgerversicherung bleibt der Entwurf vage. Konkret das Versprechen, 15.000 neue Polizisten einzustellen. Wir werden deutlich machen, dass die Union selbstgerecht ist, sich ausruht in ihrem dicken Ohrensessel, die Beine hochlegt und sagt, dem Land geht's doch gut, was wollt ihr eigentlich? Und wir sind das moderne und soziale Gesicht dieses Landes, was sagt, dem Land geht es gut, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es überall ankommt. Es ist darum gebeten worden, dass man die konkrete Ankündigung von der Ankündigungsliste nimmt, weil wir wirklich eine sehr, sehr große Zahl von Änderungsanträgen bekommen haben und einfach auch noch nicht wirklich klar war, welchen Umfang die Beratung einnehmen wird. Daraus ist dann, wie das manchmal so ist, ein ziemlich interessanter Spin geworden.